Bücher erzählen Geschichten. Und das ist auch der Grund, warum wir sie so sehr lieben, weil sie uns in fremde Welten entführen. Aber jedes Buch erzählt auch noch eine andere Geschichte. Eine Geschichte in deiner Welt oder in meiner Welt. Ich kann, wenn Leute bei mir zu Besuch sind, eigentlich zu jedem Buch könnte ich irgendeine Geschichte erzählen. Wie bin ich an das Buch rangekommen? In welcher Lebensphase habe ich dieses Buch gelesen? Warum nimmt mich dieses Cover von Buch Y so sehr mit? Warum packt mich das so sehr? Jedes Buch hat seine eigene Geschichte in meinem Leben, in meiner Welt. Und das ist doch eigentlich total cool. Und das macht Bücherregale so super. Mein Bücherregal ist jetzt zwar nicht das größte und nicht das schönste, weil ich habe erst letztes Jahr oder so damit angefangen, dass ich überhaupt erstmal ein Bücherregal habe, weil davor habe ich Bücher nie wirklich irgendwie behalten oder so. Ich habe erst letztens nochmal ganz schön viele aussortiert. Aber in diesem Video soll es mal um mein Bücherregal gehen. Viel Spaß damit. Ja, zunächst haben wir erstmal ganz oben sozusagen die Krone meines Bücherregals. Alle meine Bücher von Stephen King, die mir gehören. Das sind nicht alle, die ich gelesen habe. Da fehlen ein paar. Eins habe ich gerade selber verliehen und die anderen habe ich selber dann damals ausgeliehen, als ich sie gelesen habe. Irgendwie entweder aus der Bücherei oder von Freunden. Und deswegen sind das jetzt nicht ganz alle, aber ich glaube, das sind 5 oder 6 jetzt, die fehlen, die ich halt nicht hier habe. Direkt daneben steht eine kleine Pflanze, die ich letztens mal noch geschenkt bekommen habe, die da jetzt gerade mal so steht, weil ich gedacht habe, da sieht es vielleicht ganz nett aus. Ich weiß noch nicht, ob das so bleiben soll. Genau, und direkt daneben dann meine Harry Potter Bücher. Und ja, ich habe mir diese neue Ausgaben zugelegt. Das sind nämlich die Bücher von der Jubiläumsausgabe 2018. Da wurden einfach von Carlsen alle deutschen Ausgaben von Harry Potter neu gestaltet, haben neue Cover gekriegt und meine Fresse, die sehen einfach so, so geil aus. Deswegen musste ich die unbedingt haben. Da hat einfach die unterbewusste Psychologie von Covergestaltungen voll zugeschlagen bei mir. Ich musste die einfach haben, weil die so geil ausschauen. Und mittlerweile habe ich die schon über ein halbes Jahr und ich habe immer noch hin und wieder mal so das Bedürfnis, wenn die da stehen, einfach mal eins rauszunehmen. Nicht unbedingt das jetzt, um das zu lesen, sondern um einfach nur ein bisschen rumzublättern, mal vielleicht eine Seite zu lesen, um da wieder in meine Jugend abzutauchen, einfach nur durch diese geilen Cover, die mich da immer wieder neu ansprechen. Und ich finde das eine super interessante Psychologie eigentlich, weil du hast nur ein neues Cover, du weißt genau, die Geschichte ist genau die gleiche und dennoch ist so unterbewusst das Gefühl da, es ist was Neues. Und das geht mir auch hin und wieder mal bei Filmen so. So bei Netflix oder iTunes, da werden hin und wieder mal die Titelbilder, die Cover einfach neu gestaltet und du hast immer wieder das Gefühl unterbewusst, ey, das ist was Neues, muss ich nochmal schauen, obwohl du genau weißt, das ist genau der gleiche Film. Eigentlich voll die Psychologie hier, aber naja, bei mir hat es funktioniert. Genau, und da oben, das ist so mein einziges Accessoire, was ich an diesem Bücherregal dran habe, es ist ein Zauberstab, den ich, glaube ich, mit, weiß nicht, 11 oder so mal zum Geburtstag gekriegt habe und ich glaube, es ist der Zauberstab von Harry und ja, der liegt da so, weil er halt ganz nett ausschaut. Dann haben wir hier ganz links oben im Regal eine Stelle mit Büchern, die jetzt keine Romane sind, sondern Bücher sämtlicher anderer Genres, sage ich mal so. Also zum einen haben wir da links einfach ein paar Kinderbücher und erzieherische Fachbücher, weil, wie vielleicht der ein oder andere weiß, ich weiß es gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich bin Erzieher, mittlerweile auch Fertiger, ich habe meine Ausbildung jetzt fertig, nach 5 Jahren endlich mal. Und dementsprechend habe ich so ein paar Kinderbücher so mit der Zeit angehäuft, die hier stehen. Zum Beispiel ein paar von Marc-Uwe Kling, der auch die Känguru-Chroniken geschrieben hat. Und diese Kinderbücher von ihm sind einfach mindestens genauso lustig und auch super kindertauglich. Also die finden die auch so irre witzig. Da ist zum Beispiel das Neinhorn. Jedes Kind heutzutage kennt das Neinhorn. Das ist der Wahnsinn. Ich dachte mir einmal, ich nehme das mit in die Arbeit und zeige das denen mal. Und die kannten das einfach alle schon. Jeder kannte das. Das ist der Wahnsinn. Und ja, wie gesagt, noch ein paar andere Fachbücher, die ganz interessant sind, die ich teilweise für die Schule lesen musste, teilweise auch mal geschenkt gekriegt habe von irgendwem. Dann irgendwie zur Traumdeutung habe ich 2 Bücher, eins davon von Sigmund Freud, weil mich das Thema einfach super interessiert, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich es noch nie geschafft habe, dieses Buch einmal
komplett durchzulesen. Ich habe es mal angefangen, bin aber nicht über ein paar Seiten hinweggekommen, weil es einfach so anstrengend zu lesen ist. Aber an sich interessiert mich Thema Traumdeutung super. Also ich habe teilweise so viele Träume, wo mich einfach mal interessieren würde, was es damit auf sich hat. Und ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Noch ein paar andere Bücher. Zu dem Buch S, falls ihr euch jetzt wundert, dass ich das anscheinend zweimal habe. Einmal oben bei meinen Stephen King Büchern und einmal hier. Das ist eine ganz witzige Geschichte. Dass das jetzt hier steht, ist die erste Ausgabe, die ich damals mir gekauft habe, als eben 2017 der Kinofilm rauskam und dafür das Buch neu gestaltet wurde mit dem Cover vom Film auch. Das fand ich so geil und habe es gekauft. Habe es auch in dieser Ausgabe durchgelesen und später halt mal verliehen an eine Freundin. Und ja, diese Freundin kam dann eines Tages sehr aufgelöst zu mir und meinte, ja, sie hätte meinem Buch einen Wasserschaden zugefügt und sie würde es mir natürlich ersetzen. Aber dann habe ich halt gesagt, also ich habe halt drüber nachgedacht, gut, wenn mir das selber passiert wäre, dann hätte ich es mir auch nicht neu gekauft. Also warum sollte ich ihr dann sagen, dass sie es neu kaufen muss, wenn ich es mir selbst auch nicht neu gekauft hätte? Also habe ich so behalten, weil vor allem sieht man den Wasserschaden im Regal, wenn es so steht, auch eh nicht. Nur wenn man durchblättert, sieht man es ein bisschen. Und erst ein Jahr später habe ich dann endlich beschlossen, Mann, es nagt doch so sehr an mir. Ich will das Buch doch wieder neu haben. Aber da konnte ich natürlich nicht mehr zu ihr hingehen und sagen, sie muss es mir ersetzen. Das war dann einfach meine eigene Penibilität, sage ich mal. Deswegen habe ich es mir selbst nochmal neu kaufen wollen. Problem war nur, zu dem Zeitpunkt gab es das Buch einfach nirgends mehr in dieser Ausgabe. Es gab es nur noch in der Ausgabe von dem zweiten Kinofilm, also in weiß. Es will immer noch nicht in meinen Kopf rein. Wieso gestaltet man dieses Scheißbuch weiß? Es ist es ist böse. Das kannst du doch nicht weiß gestalten. Damit konnte ich mich bis heute nicht anfreunden. Es muss schwarz sein. Wahnsinn, das geht nicht in meinen Kopf rein. Oder in dieser grauen Ausgabe mit dem Gullideckel, aber die finde ich eben beide nicht so schön. Ich wollte es unbedingt in der Ausgabe und deswegen musste ich es von irgendeinem Drittanbieter kaufen. Es hat ewig gedauert, das zu finden. Aber das war so mein innerer Monk, der gesagt hat, dann nach einem Jahr, irgendwie muss ich es doch wieder in einer ordentlichen Ausgabe haben. Also von daher ist das jetzt sozusagen das alte und das ist mein Verleihexemplar. Wenn es nochmal jemand ausleihen will, dann verleihe ich das und oben steht halt jetzt die neuere Ausgabe. Also ich bin tatsächlich nicht immer so penibel, aber bei S, das ist so eines meiner Lieblingsbücher und das muss ordentlich ausschauen, sonst bin ich echt nicht so, also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja. Genau, und direkt darunter haben wir nochmal einen Abteil mit Büchern, die keine Romane sind, sondern Sachbücher, Fachbücher, anderes. Da haben wir zum Beispiel ein Buch, das handelt über die Zukunft 2050, wie wird unsere Zukunft in 40 Jahren ausschauen. Also das Buch war noch von 2010 oder so, glaube ich. Dann stehen da ein paar Bücher zum Drehbuchschreiben oder zum Kurzfilm-Drehbuchschreiben, zum YouTube von Christoph Krachten, der hat das dann geschrieben. Genau, und dann stehen da noch, ihr seht da ein bisschen, drei Bücher zu Harry Potter und da geht es hinter die Kulissen von den Filmen von Harry Potter. Wird einfach ein bisschen beschrieben, wie dies und das gemacht wurde oder Schauspieler haben nochmal irgendwie witzige Geschichten erzählt. Dann kommen wir jetzt hier rechts daneben direkt zu meinen richtigen Büchern jetzt, sage ich mal, die man so liest, die keine Sachbücher oder Fachbücher oder Kinderbücher sind. Da haben wir hier einmal einen Abteil des ja, nur so halb ein bisschen nach Genre sortiert ist. Eigentlich sollte es so ein bisschen ein Psychothriller oder Thriller-Genre sein, aber das trifft halt nur halb zu, weil zum Beispiel Margos Spuren ist jetzt wirklich kein Thriller, sondern eher so ein, ja, weiß gar nicht, so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das für ein Genre ist. Abenteuer, Liebesroman, keine Ahnung. Dann haben wir daneben halt auch noch Quality Land, was definitiv kein Thriller ist, sondern einfach Comedy. Und das Lied von Eis und Feuer, Game of Thrones, auch kein Psycho-Thriller, sondern Fantasy. Also es ist nicht so richtig strikt getrennt bei mir. Daneben im Fach schon eher, denn das ist so ein bisschen die Mystery-Horror-Abteilung. Und ja, auch da sind jetzt ein paar Thriller zum Beispiel drin. Also wie zum Beispiel Stiefkind oder von Ethan Cross, Ich bin die Nacht. Das sind jetzt eher keine Mystery- oder Horrorbücher. Aber ich finde, das passt halt schon häufig auch gut in das Abteil von Mystery oder ein bisschen Grusel. Wenn es so krasse Thriller sind, dann passt es immer, finde ich, ganz gut da schon rein. Also es ist nicht so ein krasser Unterschied wie in dem Abteil links, wo einfach Comedy im Thriller-Abteil steht.
Genau, und daneben wiederum haben wir dann meinen Sebastian Fitzek-Abteil. Und ihr seht schon, ich bin jemand, der das ganz schlimm findet, wenn dann so ein Abteil nicht ganz voll ist, wenn daneben Plätze frei sind, weil da einfach noch nicht genügend Bücher stehen. Und deswegen habe ich die so ein bisschen aufgefächert, damit es ein bisschen voller ausschaut. Und das, finde ich, sieht eigentlich auch ganz geil aus. Dann hat man immer noch so ein bisschen einen Blick aufs Cover drauf. Und am liebsten hätte ich das gern überall, aber es nimmt natürlich dann auch viel mehr Platz noch weg. Bei den Sebastian Fitzek Büchern, da fehlt jetzt tatsächlich eins, was ich auch mal wieder verliehen habe. Das wäre noch Das Kind. Das habe ich auch gelesen und die habe ich tatsächlich auch alle gelesen. Also generell kann ich jetzt sagen, zu diesen Büchern, die Romane, also die keine Sach- oder Fachbücher sind, die habe ich alle komplett auch gelesen. Genau, im Fach unter dem Sebastian Fitzek-Fach haben wir dann nochmal was zu Harry Potter. Das ist einmal der Schuber mit den englischen Ausgaben. Die habe ich einmal dann so in der 10. Klasse alle gelesen, so unter dem Deckmantel. Ey, ich lerne das jetzt für meine Englisch-Abschlussprüfung. Deswegen lese ich den nochmal alle auf Englisch, um quasi für meine Abschlussprüfung zu lernen. Ja. Da drauf liegen dann noch die drei Beisatzwerke. Die habe ich auch mit 12 oder so mal geschenkt gekriegt zum Geburtstag oder so. Das ist hier Fantastische Tierwesen, das Lexikon. Die Märchen von Beedle dem Barden und Quidditch im Wandel der Zeiten habe ich auch jetzt alle nicht so komplett gelesen. So, das ist, da schaut man mal so ein bisschen rein, blättert das mal ein bisschen durch, liest das mal so ein bisschen durch. Das ist nichts, was du so von vorn nach hinten durchliest. Bei Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, finde ich es ganz witzig. Das ist halt, wie manche schon wissen, kein Roman, keine Geschichte zum Film jetzt, sondern ein Lexikon. Da stehen halt alle Tierwesen, die es so in der magischen Welt gibt, aufgelistet und klassifiziert und so. Und es wird so ein bisschen getan, als wäre das das Schulbuch von Harry Potter eben gewesen, der da gemeinsam mit Ron auch hin und wieder mal was reingekritzelt hat. Also da gibt es irgendwie eine Stelle zum Beispiel, wo über die Akromantulas irgendwie geschrieben wird und dann wird gesagt, ganz England gibt es keine Akromantulas mehr, keine Riesenspinnen, sind die aus dem zweiten Teil. Und dann ist so daneben gekritzelt, doch, wir haben welche gesehen oder so, irgendwie, das ist ganz witzig. Genau, das Abteil daneben, wieder links davon, ist eigentlich das am wenigsten irgendwie sortierte. Da stehen einmal die Chroniken von Narnia auf Englisch. Habe ich nicht alle auf Englisch gelesen. Auf Deutsch kenne ich sie alle, auf Englisch nur die ersten zwei, glaube ich. Dann Erebos 1 und 2, die jetzt thematisch einfach gar nicht dazu passen. Und dann noch der Schuber mit meinen Herr-der-Ringe-Büchern, wo aber zwei fehlen, weil auch die verliehen sind. Irgendwie, keine Ahnung, in letzter Zeit verleihe ich so viel. Und links davon haben wir so ein bisschen die Überreste von meinen Jugendbüchern noch, was noch übrig geblieben ist, wo ich gesagt habe, die will ich irgendwie behalten. Das wäre zum einen einmal die Maze Runner-Trilogie. Da habe ich die Filme tatsächlich nicht gesehen, beziehungsweise ich habe den ersten gesehen, den zweiten und den dritten dann nicht mehr. Aber die Bücher habe ich gelesen, damals mit 15 oder so, und die fand ich so, so gut. Das waren so richtige Page-Turner, die waren so spannend. Die fand ich richtig, richtig gut. Dann zwei von Eschbach, Nennt mich nicht Ismael, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist jetzt auch nicht so der Burner eigentlich, aber was man eigentlich behalten muss. Yoda, ich bin alles, ich weiß, und seine Fortsetzung Darth Paper schlägt zurück. Oh mein Gott, ey, ich habe das mit 11 oder so, so hart gefeiert. Ey, das ist so eine, also da gab es ein Buch als erstes, das war Yoda, ich bin alles, ich weiß. Und es spielt an so einer Schule, wo ein Junge ist, der plötzlich so eine Origami-Figur von Yoda aus Star Wars am Finger rumführt und dann plötzlich so weise Ratschläge gibt. Und das Merkwürdige daran ist, dass diese weisen Ratschläge halt nicht einfach nur kluge Ratschläge sind, sondern teilweise Dinge, wo man sich fragt, woher kann der das wissen? Und dann ist halt da noch so ein anderer Junge, der heißt Tommy. Und der ist voll in Sarah verliebt und er hat jetzt Yoda gefragt, ja, steht Sarah auch auf mich? Und jetzt muss er natürlich unbedingt wissen, kann ich überhaupt auf das Urteil von diesem Typen vertrauen? Oder erzählt er eh nur Blödsinn und will so eine wissenschaftliche Studie aufstellen, wo er eben andere Leute befragt, was die so für Erfahrungen gemacht haben. Und eigentlich, wenn man zurückblickt, so bescheuert, aber ich fand es damals echt cool. Und daneben noch Numbers, so eine Trilogie, die ich damals gelesen habe. Gibt es, glaube ich, nicht als Verfilmung oder so. Aber ich fand es super damals. Da ging es um so ein Mädchen, eine Jugendliche, die in den Augen von anderen Menschen deren Todesdatum sehen kann. Also schaut irgendjemanden an und sieht dann, oh, okay, du wirst am 5. Februar 2046 sterben oder whatever. Und dann geht das Buch damit los, dass sie am London Eye ist, also spielt in London.
Und dann sieht sie plötzlich bei allen Menschen um sich herum das gleiche Datum, den heutigen Tag. Und dann denkt sie sich halt natürlich, oh mein Gott, hier wird wohl gleich was Schlimmes passieren. Ich hau mal lieber ab. Und dann geht das Buch los und es war eine sehr, sehr, sehr spannende Trilogie. Auf jeden Fall richtig empfehlenswert. Bestimmt auch für Nicht-Jugendliche. Also ich habe es damals als Jugendlicher gelesen, aber es kann man bestimmt auch lesen, wenn man älter ist. Also wie gesagt, ihr seht schon, mein Bücherregal ist jetzt noch nicht so groß und ich bin auch nicht der König im schönen Gestalten, aber jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck. Jetzt wäre meine Frage an euch, wie macht ihr das bei euch? Habt ihr ein großes Bücherregal mit euer Leben lang angestauten Büchern oder ist es auch eher klein wie bei mir? Gestaltet ihr eure Bücherregale so richtig mit Accessoires und Deko und so? Würde mich voll interessieren, schreibt es mal in die Kommentare und dann würde ich sagen, gibt es hier noch eine Playlist, ein Video, hier abonnieren und nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Außerdem freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Bis dahin, ciao.